saisonal und regional kümmern mich. <laughs> Nein. Hallo. Hallo. Hallo, jetzt. Saisonal und regional sind äh, aktuelle Modewörter, wenn es um äh, Nahrungsmittelindustrie oder Landwirtschaft geht. Aber wer produziert eigentlich unser Essen und wie kann die Zukunft der Landwirtschaft und von unserem Lebensmittelkonsum nachhaltiger gestaltet werden? Es sind große Fragen, die wir diskutieren zusammen mit euch an dem in diesem Fokusmonat zum Thema Stadt-Landwirtschaft. Auch heute, nicht nur heute, aber auch heute an dieser Auftaktveranstaltung, aber auch bei vielen anderen äh, Veranstaltungen und auch online auf Zürich.ch. Wir kommen dann nachher noch dazu, was weitere spannende Programmpunkte sind. Die ganze Veranstaltungsreihe oder der Fokusmonat wird ermöglicht durch folgende Sponsoren und Sponsorinnen ein herzliches Dankeschön an Greenpeace Hauptsponsor AG die Stadt Zürich und auch an die OGG Bern. Ja herzlich willkommen zu der Pitch Night heute Abend. Ich freue mich nach einer langen Zeit nach mehreren Pitch Nights zu anderen Themen äh, im quasi ähm, wie sagt man, Homeschooling. Ich freue mich jetzt auf wieder einmal gut zwei Stunden guten alten Frontalunterricht mit euch. Und äh, wer die zu Heim zuschaut, ähm, ja, ist natürlich auch toll. Man kann alles auch irgendwie auf dem Bildschirm mitverfolgen, das immer mir ja geübt. Mein Name ist Simon Jacobi, ich bin Chefredakteur von Zürich.ch. Und ähm, kurze Frage: Die Runde kennt jemand uns nicht? Weiss jemand nicht, was Zürich.ch ist? Niemand. Das ist natürlich super. Ich glaube, nächstes Mal können wir dann die Folie ganz durchsetzen lassen. Also werden immer weniger. Ähm, die nicht wissen, wer wir sind. Und äh, genau, wenn wir nicht nur von Sponsoren leben, ähm, dann leben wir auch von unseren zahlreichen, zahlreichen Members. Und wenn du noch kein Member bist, ähm, dann kann man das gerade jetzt ändern, und zwar auf zürch.ch jetzt. Dann kann man sich eintragen und das ist ähm, sehr einfach und äh, sehr toll. Genau. Und wer kein Geld hat, darf natürlich trotzdem auch Member werden. Wir haben Soli-Memberships, die ermöglicht werden von anderen Leuten, die Geld haben und die vielleicht schon Member sind und wollen, das andere auch ein Member werden. Genau, da kann man sich eintragen auf z.12/soli. Jetzt, ähm, genau, wieso Stadtlandwirtschaft? Vor etwa einem Jahr haben wir über Themen diskutiert und bestimmen, was wir dann in diesem Jahr 2021 debattieren Und dann hat sie Rainer gesagt, ähm, in diesem Themenworkshop Landwirtschaft wäre cool. Also, dachte ich dachte, ja, was hat denn das mit uns zu tun? Wir sind doch ein Stadtmagazin. Ähm, aber irgendwie, je länger wir diskutiert haben und darüber nachdenkt desto überzeugter bin auch ich geworden, weil äh, Landwirtschaft logischerweise geht uns alle an. Das wissen insbesondere auch da die sieben Experten und Expertinnen, die wir heute Abend haben, die äh, dann nachher werden, äh, das Ganze erzählen Zum Beispiel, warum das auch in der Stadt äh, relevant ist, sind zum Beispiel die. 30 Burenhöfe, die wir haben, auf Stadtgebiet fast ein Zehntel der Stadtfläche wird landwirtschaftlich genutzt und dazu kommen etwa 5.000 klassische Kleingärten, und Schülerinnengärten und gemeinschaftliche genutzte Grünflächen und so weiter. Das ist also wirklich auch wichtig für uns alle. Zudem schweizweit, dass die Landwirtschaft relevant ist, ist glaube ich, klar. Das wissen wir alle. Ähm, nur schon das Klischee der Schweiz ähm, als Landwirtschaft, oder der und Bührinnenland in der Schweiz, schafft rund 150.000 Menschen in der Landwirtschaft auf 50.500 äh, Betriebe. Das ist doch eine beträchtliche Zahl. Und äh, die Industrie oder die Landwirtschaft produziert ähm, Waren äh, im Wert von rund 11 Milliarden Franken. Und der Trend, wie wir es hier sehen, äh, zeigt, dass äh, die pflanzliche Produktion. Ähm, zunimmt, während äh, zum Beispiel der Rentvibestand äh, kontinuierlich leicht abnimmt. Hier haben wir da ähm, eine Grafik, was nicht ganz glatt, aber wir sehen es eigentlich auch im Text oben. Und zwar wird die Landwirtschaft mit knapp 4 Milliarden Franken jährlich ähm, vom Bund unterstützt. Das sind fast fünf Prozent vom gesamten Bundeshaushalt jetzt fürs Jahr 2022. Wir haben unsere Community gefragt, wie wir das immer machen bei eine fokus macht, was sie eigentlich interessiert und was sie so von dem Ganzen irgendwie haltet und was da ähm, wichtig ist. Und sie haben gesagt, also wir haben gefragt, was ist dir, oder ist dir wichtig, um regional und saisonal, lokal ähm, zu konsumieren. Man sieht relativ klar irgendwie, was unsere Community will. Es geht äh, stark aufwärts ab der Hälfte. Es ist den Leuten also sehr wichtig. Ähm, wir sehen auch auf der, bei dieser Antwort, dass die etwa 230 Teilnehmende äh, versuchen oder interessiert daran sind, klimafreundlich und nachhaltig ähm, einzukaufen oder ihren Lebensmittelkonsum äh, so zu gestalten. Und so überrascht auch die Antwort nicht äh, auf die Frage, ob man soll landwirtschaftliche Betriebe, wo nachhaltig wirtschaftet, ob die nachhaltig wirtschaften, stärker sollen subventioniert werden, gibt es auch ein ganzes klares Ja von fast 90 Prozent. Und so ist es auch in der Stadt Zürich. Also dem Wunsch da, der Wunsch wird mehr oder weniger befolgt. Ähm, Vier Fünftel der stadt Flächen Fläche werden bereits ähm, nach der Richtlinie von Bioswiss bewirtschaftet und wenn neue Flächen vergeben werden, ist das ein sehr ein wichtiges ähm, Kriterium. Das ist ähm ja, auch eine Aussage von der Stadt Zürich, die haben wir da gefunden auf der Webseite, gefunden. und zwar zeigt sich, oder die Stadt beobachtet einen Trend hin zum, zum vermehrten Gärtnern, also dass Leute Lust haben zum, äh, ja, sich im Garten betätigen, grüne grünen Daumen überzukommen. Das nennt man heutzutage auch Urban Farming. Äh, wir haben unsere Community gefragt, ob sie sich auch möchten im Garten betätigen, mm, zum Mittel. Ähm, also offenbar sind, äh, ist unsere Community nicht äh, sehr repräsentativ mit den mit dem Rest der Stadtbevölkerung oder nur teilweise so genau. Jetzt bin ich da recht schnell durch. Das hätte jetzt so ein einen so Kontext gegeben, worin dass wir uns bewegen, was gerade so ein bisschen abgeht, Größenordnungen, was unsere Community bewegt. Jetzt ähm, ist da noch der Ausblick auf den Rest vom Programm von unserem landwirtschafts, -Landwirtschafts fokus Man sieht, es sind da noch weitere Veranstaltungen geplant. Der nächste ist am Samstag, am 11. Dezember, ist ein Workshop, ähm, wo es darum geht, zum können mit Eternity zusammen herauszufinden, wie viel CO2 denn, oder wie viele em Emissionen braucht eigentlich ein ähm, Lebensmittel, bis es dann im Laden oder bis es bei dir die Heiße ist. Da gehören wir dann, nachher dann auch noch mehr dazu. Nächste Woche haben wir das Podium zur Agrarpolitik, dann ein Food Safe Bankett, der Urban Farming Day, wo wir ähm, unsere Community wollen animieren, auch so ein mehr ähm, richtig grünen Daumen zu gehen und am Schluss dann noch ein Podium zu wer verdient eigentlich an dem Essen. Ich bin worden, besonders auch auf den Urban Farming Day aufmerksam zu machen. Das ähm, ja, ist ein gutes Programm. Es gibt verschiedene Workshops, da kann man sich aktiv betätigen. Zum Beispiel gibt es am Morgen, am 10. Uhr einen äh, Weidegustationskurs. degustationskurs also Wer schon immer mal will, am Samstagvormittag einen eine Sitze hat, kann sich da sehr gerne anmelden. Genau, jetzt bin ich da irgendwie mit meinen Notizen irgendwo auf einem anderen Stand. Ähm, da haben wir es wieder. Genau, jetzt fangen wir dann gerade an. Wir sehen, wir haben heute Abend da sieben spannende Leute eingeladen, wo jetzt dann gerade je sieben Minuten werden schwätzen. Wir gehen da einfach schön der Reihe nach durch. Sie dürfen dann nachher dafür nach kommen und sehen dann da vorne die Uhr. zur zeigt dann, wie viel Zeit das noch läuft. Und wenn die sieben Minuten vorbei sind, hebt einer den Computer auf so dass ihren Allgsendeten dann dafür da applaudieren dürft. und äh, das ist dann wieso das Zeichen dass wir äh, nicht mehr weiterschwätzen weitschwätzen trotzdem noch kurz da oben bleiben weil man hat natürlich die Möglichkeit zum Fragen zu stellen ihr könnt das auf sli.de und dann mit dem Hashtag tsri das könnt ihr, äh, dort könnt ihr einfach auf dem Handy ähm, die Frage eingehen natürlich geht das auch von die Haus, wer von die Heils zuhört von die Haus kann man auch auf Facebook und YouTube direkt in Stream Ihnen kommentieren. Die Fragen werden gesammelt da vorne bei Emilio und beim Nico und ich kann die dann abholen. Genau, jetzt bin ich durch mit meinem äh, Teil vom Frontalunterricht und jetzt fangen wir an und ich freue mich sehr, dass wir heute Präsident vom Zürcher der Ferdi Hodler da haben und äh Hodl, Entschuldigung. <laughs> äh, und äh, ja, Sie dürfen jetzt gerne da hochkommen und ich freue mich auf Ihren Input. Ganz herzlichen Dank, dass wir die Möglichkeit haben, aus Sicht von der Landwirtschaft über unsere Perspektiven zu reden. Vielfach wird über die Landwirtschaft geredet, aber es ist niemand von der Landwirtschaft dabei und das mache ich dir da besser und für das ein großes Dankeschön. Wenn wir über Perspektiven, spricht, Zukunft, reden wollen, dann müssen wir auch ein bisschen in die Vergangenheit gehen und in die Gegenwart. Woher kommen wir, wo stehen wir und wo geht es weiter. Und das probiere ich in meinem ersten Teil, ich, zu zeigen, die Bedeutung der Zürcher Landwirtschaft Dann im zweiten Teil mir ganz wichtig, den Begriff Zielkonflikt einzuführen, vielleicht auch in Gesellschaft, dass wir über die reden. Da stehen wir nämlich überall drin. Und im dritten Teil dann tatsächlich zu den Perspektiven. Vom Kanton Zürich dann redet, den redt man ja eigentlich meistens von Banken, Bahnhofstrasse, Wirtschaft, selten aber von der Landwirtschaft. Und es ist vielleicht, dass wir der viertgrößte Agrarkanton sind in der Schweiz. In dem Agrarkanton oder in dem wichtigen Agrarkanton haben wir aber eigentlich in den letzten Jahren ein deutliches Bevölkerungs- oder Wachstum gehabt. Und die Zusammenstellung soll ich einfach geschwind aufzeigen. Wenn wir jährlich 18'000 Leute mehr haben, das ist der Durchschnitt im Kanton Zürich, dann sind das nicht nur Wohnungen, die wir mehr brauchen, sondern wir haben 10'000 mehr Arbeitsplätze, wir haben einen Haufen mehr Kehricht und Wasser und was ganz erstaunlich ist, wir haben auch 11'000 Autos mehr. Und mit all diesen Zahlen will ich euch nur zeigen, das ist ein Druck auf die landwirtschaftliche Nutzfläche. Heute reden wir raumplanerisch von Verdichten nach innen und Naherholung nach aussen. Und das gibt auch gewisse Konflikt. Die Fläche vom Kanton Zürich, das haben Sie vorhin gesehen, sind rund 173.000 Hektare. Davon sind 40 landwirtschaftliche Nutzfläche. Das ist die Fläche, die unsere Bauernfamilien damit arbeiten dürfen. 30.000 ist Siedlungsgebiet, sprich überbaut. Und rund 70.000 ist nicht überbaut und auch nicht nutzbar, weil es Wälder und, und See sind usw. Wir 1,5 Millionen Einwohner in diesem Kanton und 11'000 Personen, das ist jetzt die zürcherische Zahl, die direkt auf den rund 3'000 Landwirtschaftsbetrieben arbeiten. Wir haben einen Bevölkerungsanteil von rund 0,7%. Die Bevölkerungs Bevölkerungsentwicklung im Kanton Zürich die bedeutet, dass wir jede Sekunde im Kanton Zürich einen halben Quadratmeter überbauen. Das ist die Hälfte der ganzen Schweiz, die im Kanton Zürich stattfindet. Wenn man das umrechnet, seit 1985, also irgendwo 35 Jahre, sind das 3300 Hektare, wo man verbetoniert haben. Das sind rund 7.500 Fußballplätze, dass man sich das ein bisschen vorstellen kann. Unsere Landwirtschaftsbetriebe die bewegen sich. Und jeder Betrieb bewegt sich in eine andere Richtung. Und in der Summe von den Bewegungen haben wir in der Gesellschaft oft das Gefühl, wir bewegen uns nicht. Und das kommt eigentlich von dem her, dass wir in Luther Zielkonflikt ausgeliefert sind. Wir können das gut machen, dann machen wir automatisch das schlecht. Für die Teil von der Bevölkerung sind wir da super und da sind wir schlecht. Also wir können es nie in allen recht machen. Und ich werde euch ganz kurz eine Sequenz zeigen von einem Film, wo wir im Naturtalent haben, Das ist unser Facebook-Kanal, dass ihr mal einen kleinen Eindruck kennt. Landwirtschaft ist täglich verschiedensten Zielkonflikt ausgesetzt das aus einem einfachen Grund, weil man nicht den Pfeifer und das kann haben Das sieht man sehr anschaulich beim Thema Tierhaltung. Die Tiere sollten die artgerecht gehalten werden. Kühe zum Beispiel also am liebsten im Lauchstall und am besten können sie auch noch selber entscheiden, wenn sie auf die Weide gehen wollen oder wenn sie zum melken gehen. Zum die Planung will aber nicht, dass man grosse Ställe in die Landschaft baut. Und Laufstall mit Weidehaltung sind eigentlich schlecht für die Umwelt weil aus ihnen etwa dreimal mehr Emissionen entweichen als aus Anbindstellen. Wir sehen, der Bau kann eigentlich machen, was er will. Alle macht das sowieso nie recht. Das Resultat von so viel Mitsprache und Ansprüche ist ein Dschungel von Gesetzen, Auflagen und Richtlinien, wo laufend diskutiert und weiterentwickelt werden, um sicherzustellen, dass die Landwirtschaft auch weiterhin unseren Bedürfnissen entspricht. Und genau diese Auflagen, die unsere Landwirtschaft zu einer guten Landwirtschaft machen, machen sie auch zu einer teuren Landwirtschaft. Und so machen wir es ihre nicht einfach, mit der Konkurrenz an der Grenzen im Wettbewerb zu treten. Und mit jedem Stück Fleisch und jedem Getreide, wo wir nicht bei uns nach unseren Standards produzieren, importieren wir tiefere Standards aus dem Ausland. Dort scheint uns nämlich das Tierwohl, der Umweltschutz und die Arbeitsbedingungen plötzlich egal zu sein. Hauptsache billig. Wir müssen uns also überlegen, was für ein Produkt Landwirtschaft Landwirtschaft herstellen soll. Nahrungsmittelproduktion mit dem bestmöglichen Gleichgewicht von Output und Fussabdruck. Oder Heideland mit dem Import von günstigen Lebensmitteln und dem Export von all dem, wo wir nicht sehen. Wollen. Und das nicht. Um der für uns wirklich, das gibt es nicht. Kommen zu den Perspektiven. Diese Zielkonflikte haben ein paar gehört, Raumplanung, Ammoniak, Tierschutz. sind mehr der Meinung, dass unsere Forschung in der Vergangenheit verpennt hat. brauchen wir Lösungen und wir sind klar der Meinung, diese Zielkonflikte die können nicht in der Politik definiert werden. Oder wird alle vier Jahre, wenn sich die Mehrheiten etwas ändern, würden wir wieder in eine andere Richtung laufen und das können wir nicht, dann sind wir zu langfristig unterwegs in der Landwirtschaft. Die Forschung soll entscheiden, ist es wichtiger, Ammoniakemissionen einzusparen oder einen Laufhof zu haben, wo die Tiere frei laufen können? Wir brauchen Antworten für so Fragen. Wir sind überzeugt, dass die digitalen Möglichkeiten in vielen Bereichen, wo denen die Sensibilität der Bevölkerung heute eine andere ist, unseren Beitrag zu leisten, wird, sei das bei Pflanzenschutzmitteln oder auch bei Düngereinsatz. Die sich ständig verändern, die Sensibilität der Bevölkerung, die wollen wir und dümmer berücksichtigen. Unser Problem ist genau dort, wo der Stimmbürger, der am Sonntag an die Tourne geht, sich als Stimmbürger moralisch verhalten und am Ende in seinem Einkaufsverhalten, im Grossverteilerinnen, sich betriebswirtschaftlich verhalten und nicht deckungsgleich ist. Und solange das, das auseinandergeht, in einer direkten Demokratie wie der Schweiz haben wir ein Problem. Unsere Lösung ist ganz einfach. Wenn es uns klingt, dass der Stimmbürger und der Konsument deckungsgleich sind, dann können wir uns der Landwirtschaft weiterentwickeln. Und wenn der Stimmbürger und der Konsument nur noch Bioprodukt wollen, dann werden wir auch nur noch Bioprodukt herstellen, weil so aktiv am Markt sind wir. Danke vielmals. Vielen Dank, Berni Holle. Sie sollten noch kurz da oben bleiben für Fragen. Vielen Dank für den Input. Das ist sehr spannend. Jetzt merke ich gerade, ich stehe jetzt hier so ein bisschen un un und schaue, äh, unten und schaue so ein bisschen ähm, Nein, 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 das ist Ihr Mikrofon. Nein, nein, das ist schon gut, dass ich jetzt da stehe. Ähm, genau, ich kann gehe jetzt Fragen abholen zum Nico. Ja, ähm, also eine Frage ist Ihnen Wie kann ich als einfache Bürgerin machen, oder was kann ich als einfache Bürgerin machen, um die Landwirtschaft direkt zu unterstützen? <laughs> Ich glaube, wir haben im Kanton Zürich eine hervorragende Ausgangslage, dass man direkt beim nicht einkaufen können. Und Das ist eine Stärkung, die wir anstreben wollen. Und das ist auch Sinn und Zweck für die Landwirtschaft. Wir wollen damit nicht nur der Restgeldempfänger sein vom Grossverteiler sondern wir wollen die Wertschöpfung auf unsere Betriebe holen, die eine langfristige Sicherheit und Zukunft erlaubt. Und das wäre es Hand in Hand, Konsument und Produzent. Genau zu Genau zu diesem Thema haben wir auch eine Veranstaltung, ich glaube die letzte, ähm, ihr seht es auch auf dem Flyer, oder ihr <laughs> könnt, auf der Sitz oder online auf zuri.ch, wo verschiedene Produzierende erzählen über verschiedene Betriebskanäle. Ich nehme an, es um Thematiken. Haben wir noch mal eine Frage? Wir haben keine Frage mehr. Ich habe aber noch eine, etwas, was mich interessieren würde. Jetzt habe ich gemeint, ich als Laie es sehe so im September ähm, Primetime von der Erntezeit und Sie haben äh, Zeit, zum in die Stadt hineinkommen und ein bisschen zu mit uns Wie geht das? Ja, ich habe vielleicht das Privileg, dass also ich als Angestellter vom Bauernverband nicht selber ein Bauer bin. Ich darf aber eine Klammer aufdrücken. Ich habe selber mit meiner Frau einen Betrieb und wir produzieren nicht Fleisch, sondern wir haben 180 Ross. Also mit züchten Ross in einem, in einem Sportbereich. Und das ist dann mein Ausgleich so der Arbeit. Aber äh, sind die Mitarbeiter auf dem Betrieb jetzt am Moment auch noch am Arbeiten? Vielen Dank für den Input, Herr Hodl. Schön, dass Sie da sind. Außerdem haben wir jetzt ein sehr gutes Beispiel gesehen, wie man es schafft, Zeit irgendwie auf Punktlandung oder oh, Es sind vielleicht noch zwei, drei Sekunden vorher. Zwei Sekunden ist also ein großes Kompliment. Ähm, genau. Jetzt gehen wir quasi einen Schritt weiter. Jetzt haben wir gehört, irgendwie, wo das Essen produziert wird. Jetzt können wir in der Stadt vom Land und wir gehören jetzt Yvonne Lötscher, sie ist ähm, Expertin für nachhaltige Ernährung bei der Stadt Zürich und ich bin äh, sehr gespannt, was sie uns jetzt erzählt. Ja, guten Abend miteinander. Ich schaue mit der Brühe was hat Stadtlandwirtschaft mit nachhaltiger Ernährung zu tun auf das Thema? Und mit nachhaltiger Ernährung verbinde ich zum einen weniger Food Waste, ausgewogenes Essen, viel Pflanzen, pflanzliche Basis und auch gute Produkte kaufen. Und wenn man sich dann Gedanken macht über die Zukunft, wie kann das aussehen, hilft es, auch mal ins Jetzt zu schauen und sich einen Überblick über den aktuellen Stand zu verschaffen. Und wir haben uns gefragt, was ist Zürich? Zusammen mit dem Ernährungsforum Zürich mit dem Forschungsinstitut für biologischen Landbau und mit finanzieller Unterstützung der Stiftung Mercator. Und wir dürfen feststellen: Zürich ist heute schon überproportional regional. Es ist auch ja spannend, dass etwa 40 von der Lebensmittel über die Gastronomie in unsere Stadt kommen, 55 über Grossverteiler. Metzgereien, Bäckereien und ab März können die Segment durchaus auch relevante Teile abdecken, also Rindfleisch oder Salat beispielsweise. Wir hätten aber auch noch mehr Potenzial, z.B. beim Öpfel oder beim Brot. Das haben wir in dieser Arbeit herausgefunden. Und jetzt ist die Frage, ist das der Erwartung an die Stadtlandwirtschaft, dass sie uns hilft, das Potenzial auszuschöpfen? Mehr regionales Brot essen, mehr Salat aus der Stadt. Und da merkt man, dass das wahrscheinlich nicht passieren kann, weil die Stadtlandwirtschaft, die grüne Fläche in der Stadt Zürich, die Landwirtschaftsfläche, kann uns etwa 2% unserer Kalorien liefern. Wenn wir à la Plan voll Vollgas geben und jedes Fleckchen Erde voll nutzen dann würden wir eventuell 4% schaffen. Also, wieso stehe ich da und rede über nachhaltige Ernährung und Stadtlandwirtschaft, wenn es von den Kalorien her vielleicht nicht alles löst? Es ist, weil die Stadtlandwirtschaft viel mehr Potenzial hat. Die Stadtlandwirtschaft hat ganz viel gesichter und eben nicht nur der klassisch Großbetrieb und darum sage ich auch, dass Stadtlandwirtschaft uns aber hilft, die Ziel von einer nachhaltigen Ernährung zu erreichen. Sie macht nämlich für unsere Leute in der Stadt die Lebensmittelproduktion sichtbar und erlebbar. Sie können mitmachen auf einem Quartierhof, im Gemeinschaftsgarten, im Schrebergarten oder sie können den Bauernhof in der Nähe besuchen und sehen, was passiert. Das hilft, den Wert zu erkennen. Das hilft sogar gegen Food Waste. Es ist auch für die Kleinen eine Möglichkeit, noch bei den Schulen einen Einblick zu bekommen. Die Grünste Zürich z.B. Bei Grün, eine Naturschule. Es gibt auch weitere Angebote, die genutzt werden können. Sie arbeitet auch die Biodiversität in der Stadt. Wir haben ein Ziel. Wir wollen 15 Biodiversität im Stadtgebiet haben. Und die Landwirtschaft kann uns dabei tagkräftig unterstützen. Sie ermöglicht uns auch, Neues zu probieren, auf kleinem Raum. Und auch hier bewegen wir uns vielleicht weg von der klassischen Landwirtschaft, machen wir neue Elemente. Und manchmal gibt es auch Sachen, die plötzlich gross werden. In unserem Betrieb haben wir auch die Chance, ein Produkte einzusetzen. Wir können ein Rapsöl oder mal ein Haberflöckchen aus der Stadt holen. Und die Leute haben Freude, es Verbindung und es ist eine schöne Sache. Und darum würde ich sagen, unsere Stadtlandwirtschaft, ist schon immer multifunktional gewesen. Wir haben den klassischen Biobetrieb, wir haben aber auch solidarische Landwirtschaftsbetriebe, die stark am wachsen sind. Wir haben die Naturschulen, Familiengärten, Gemeinschaftsgärten, Brachennutzung. Ja, dann kann man sich fragen, ist denn alles super, wir nicht mehr machen? Und da glaube ich auch, das ist nicht so. Wir haben ein neue Ziel, wir wollen neue Sachen erreichen. Wir möchten klimaneutral werden bis 2040. Und hier kann auch eine landwirtschaftliche Fläche auf der Stadt ein etwas beitragen. Es ist nicht wahnsinnig viel, aber am Schluss zählt doch jede Tonne CO2. Und Darum experimentiert die Grünstadt Zürichgrad mit Pflanzenkohle auf die Fläche bringen, die CO2 gebunden wird. Das sind neuere Sachen, das sind Sachen, die noch nicht ganz sicher sind, wie es funktioniert, aber wir wollen hier einen Beitrag leisten. Es ist also klar, wir möchten, das auf diesen Flächen dass mehr passiert in der Landwirtschaft und eben nicht nur auf den bestehenden Flächen. Und dann stellt sich die Frage, wo ist die neue Stadtlandwirtschaft? Wo haben wir Platz für mehr Stadtlandwirtschaft? Weil wie die Hodl richtig ausgeführt hat, wir werden nicht mehr Grünfläche bekommen, sondern wir müssen schauen, wo können wir heute mehr haben Und ich denke, das wird passieren bei den Menschen Im Vorgarten, im Quartier, auf dem Weg, in den Vertikalen. Auf dem Dach. Und das haben auch wir erkannt als Stadt erkannt. Die Stadtverwaltung wird ja gerne so ein bisschen als langsam wahrgenommen. Aber auch wir gehen da neue Wege. Es gibt zum Beispiel seit diesem Jahr die Baumarabattenpatenschaft in der Josefstraße. Vielleicht habt ihr das gesehen unter den Bäumen. Jetzt haben wir so eine Grünfläche. Und die kann man jetzt pacht als Privatperson pflegen. Wir bekommen auch Unterstützung. Und für uns als Stadt ist es lässig, wenn wir wissen, okay, der kümmert sich darum. Der nimmt sich der an und macht etwas dort. Dann haben wir auch ein bisschen andere Ideen, wie man Park zum Beispiel vielfältiger nutzen kann. Es ist ja vielleicht nicht für immer in Stein gemeißelt, dass ein Park nur für die Erholung hier sein darf. Und im Aue in Leinwachhausen, tut man das jetzt mal. Test. Da überlegt man sich mal, wie kann die Multifunktionalität, Erholung und Lebensmittel zusammengebracht werden, dass es stimmt für die, die bewirtschaftet, aber auch für die, die sich dort möchten, erholen möchten. Darum würde ich auch sagen, Stadtlandwirtschaft ist multifunktional. Und ich kann an den Bauern daheim verstehen, die denkt, nein, noch multifunktionaler. Da muss ich noch mehr Leute vor dem Meier aus meiner Wiese scheuchen. Ich glaube, das muss es nicht sein. Es kann auch andere Flächen multifunktionaler werden und stadtlandwirtschaftlicher werden. Und darum ist auch die Frage, repräsentiert die Stadtlandwirtschaft überhaupt die echte Landwirtschaft? die in der Schweiz betrieben wird, für mich gar keine eigentliche Frage, weil die Stadtlandwirtschaft ist letztlich das, was wir in der Stadt Zürich daraus machen. In Zürich für unsere Ziel und für uns. Danke. Vielen Dank wieder mehr oder weniger punktlandig. Danke vielmals für den Input und ähm Schauen wir ob es Fragen hat. Nico? Äh, wenn Menschen aktiver an der Stadtlandwirtschaft teilnehmen würden, gäbe es dann eine weniger starke Stadt-Landschärfe bei den Abstimmungen? Jetzt, ähm, ähm, eine Frage für Herrn Herrmann, der Politexperte äh, ist. Ich denke, es kann durchaus Verständnis wecken. Ich glaube aber schon auch, gerade auch die Stadt Landwirtschaft ist natürlich stark bio prägt Und insofern ähm, wird es... Wahrscheinlich doch eher in einer Bio-Richtung ähm, bleiben, würde ich jetzt mal meinen. Ich kann eine Frage reinkommen. Was macht ihr, um die Restaurants von regionalem und saisonalem Einkauf und kleineren Menükarten zu überzeugen? Wir richten uns mit einem neuen Angebot namens Klimabüro auch konkreter Gastronomen. Das ist jetzt ein bisschen in der Startlöchern, aber jetzt haben wir auch Webinare im Angebot, zum Beispiel für, wie kann ich nachhaltiger werden als Restaurant und was kann ich gegen Foodways machen. Und wir werden das jetzt laufend aufbauen und dann haben wir einmal noch geplant, so ein Speed-Dating zu machen, zusammen mit, auch mit dem Gast und dem Bauernverband. Wir haben jetzt das aber noch ein bisschen verschoben, weil es einfach für die Planungssicherheit ein bisschen schwierig ist. Genau. Gibt es irgendein städtisches Restaurant, wo rein regionale Produkt im Angebot hat. Der Karl der Große hat da wirklich vorwärts gemacht und ist wirklich ähm, mit dem Schlagwort radikal regional gestartet. Ja. Genau. Super. Vielen Dank, Ivan Letscher, für den Input. Das war sehr interessant. Danke. Nochmal ein kurzer Werbeblock dazwischen. Machen Sie Reina glücklich. Reina ist bei uns für die Member verantwortlich. Und sie freut sich, wenn sie mal ganz viel zu tun hat und viele neue Mitglieder-Members begrüßen. Auf 10.0 .10 jetzt. Geht das ganz einfach. Sonst ist es dann langweilig. <laughs> und jetzt äh, kommen wir zu der Alexandra Gavilano. Sie ist äh, bei Greenpeace Schweiz zuständig für das Thema Landwirtschaft. Und ich habe gedacht, Greenpeace und der Bauernverband ist vielleicht so ein bisschen auf Kriegsfuß, aber vorher habe ich dich ganz fest gesehen nicken ähm, beim Input vom Herrn Hodel. Darum bin ich sehr gespannt, was jetzt da alles für Parallelen führen kommt. Schön bist du da? No. Ähm, ja, guten Abend miteinander. Ich muss dann schauen, ob sie schon gestartet hat. Ja, heute mal auf Hochdeutsch und zwar Gedanken einer Greenpeace-Kampagnerin. Ah, Maske, vielen Dank. Ich fahre im Zug vom Land in die Stadt, von nach gülle stinkenden Feldern hin zu von Autolärm und Abgasen kontaminierten Stadtstraßen, oder von der idyllischen Natur, wo ich noch heute Mittag mein Gemüse aus dem Garten geholt habe, hin zum Kulturkosmos, wie es auch heute der Fall ist, um Ideen und Austausche mit anderen zu haben. Fakt ist, es sind zwei voneinander abgeschottene Welten, von denen die eine eine meist eher negatives Bild der anderen hat und generell sich beide nur begrenzt mit den Alltagsproblemen der anderen auskennen. Solch ein Graben zeigt sich auch, wie wir es gehört haben, in nationalen Abstimmungen wieder. Aber warum ist das so? Beispiel Milch. Milch ist das für so viele fein in den Cappuccino passende, der Zusatz, den es braucht, dass auch ein Käse oder Joghurt weiterverarbeitet wird. Und natürlich auch die super Schweizer Schoki, die wir in die ganze Welt exportieren. Ein Produkt, das für viele als ein typisch schweizerisches Produkt gilt. Sogar auch für die Hip- und Coolen, die in den Städten leben und eigentlich so rein gar nichts mit Nahrungsmittelproduktion am Hut haben. Aber kein, kaum eine Person denkt bei Milch daran, wie der oder die Landwirt, Landwirtin mit Milchkühen sieben Tage in der Woche im Stall steht, sich kaum Ferien gönnen kann und, falls sie nicht direkt vermarkten, wie wir es gehört haben, noch schlecht für die Milch pro Liter bezahlt werden. Mit denen, die ich gesprochen habe, ist auch die Produktion an und für sich nicht einfach nur super toll und das Trennen der Kälber von den Müttern einfach eine pure Freude. Das Schreien von Mutter und Kind geht nur bei dem wirklich abgebrühten Menschen ins eine Ohr rein und ins andere raus und macht einem so gar nichts. Nein, die meisten fühlen sich eigentlich richtig gefangen. Vielleicht sogar so gefangen wie ein Kalb in ihrer Kalbhütte. Sie fühlen sich von Politik in im Stich gelassen und auch die Konsumenten interessieren sich eh nicht mehr, als einfach zu schreien. Und oftmals haben sie den Willen, den Mut oder das Geld nicht, um von der Milchproduktion auszusteigen. Ein Transformationsfonds gibt es nicht oder einfach noch nicht. Währenddessen schlürfen immer noch zu viele Menschen ihren Cappuccino oder Cold Brew in Zürich am Paradeplatz und regen sich über die Landwirtschaft auch, welche die Umwelt zerstört. Aber sind es wirklich nur die Bauern und Bäuerinnen, die nichts machen wollen, wie man es denkt? Zu viele Menschen essen ja noch Fleisch, also Schweizer Fleisch, und meinen damit der Umwelt nicht zu schaden. Dass aber der Konsum von Fleisch als Alltagsprodukt eine der schlimmsten Umweltsünden ist, ist schon längst wissenschaftlich bewiesen. Wir importieren Futtermittel pro Jahr, das einen Cargozug von Genf nach St. Gallen füllen würde. Wir behandeln die Tiere mit mehr Antibiotika pro Jahr, als wir die Menschen in der Schweiz behandeln. Und generell haben wir einfach sowieso zu viele Tiere in der Schweiz, somit auch zu viel Gülle und überdüngen somit unsere Böden und Seen. Aber es ist toll, weil wir exportieren auch 25.000 Tonnen Gülle ins Ausland. Tschiching! Auch mit dem Tierwohl ist nicht alles nur gut. Natürlich stimmt es, dass es Menschen in der Landwirtschaft gibt, die sich wirklich sehr toll um die Tiere kümmern. Und ja, wir sind tatsächlich auch nicht an solche Mastbetriebe gewohnt, wie es es in China gibt. Aber generell ist China recht anders als die Schweiz. Darum ist das sowieso ein komischer Vergleich. Aber auch hier gibt es Menschen, wo Profit über alles geht und man es somit auch mit dem Tierschutz nicht immer ganz so ernst nimmt. Denn Hauptsache, man kann den Schinken verkaufen. Zum Glück gibt es neben den mangelhaften Kontrollen der Landwirtschaftsorganisationen auch Tierschützer und Schützerinnen, welche auf die Missstände aufmerksam machen. Aber wie kam es überhaupt so weit? In der gegenwärtigen Agrarpolitik folgt die Produktion der Nachfrage. Das ist das, was zumindest immer behauptet wird. Für mich ist das ein klassisches, was war zuerst, das Huhn oder das Ei? Was wenn aber das übermäßige Angebot aufgrund von Freihandel, Mangel an wissenschaftsbasiertem Wissen oder kompletter Ignoranz in der Politik und gewinnorientiertem Detailhandel, die Konsumenten halt nun mal daran gewöhnt sind, dass immer alles verfügbar ist, dass sie sich gar nicht schuldig fühlen? Was war zuerst? Dabei helfen auch die Steuergelder finanzierten Werbungen wie diese hier von Provian nicht wirklich die Menschen mehr aufzuklären. Sie behaupten zwar mit diesen millionenteuren Werbungen den Konsum von Importfleisch auf das besser produzierte Schweizer Fleisch zu verschieben, aber sicher nicht den Fleischkonsum zu erhöhen. Fakt ist aber, dass eigentlich seit sieben Jahren ein Report längst fällig wäre, der beweist, dass das tatsächlich den Fleischkonsum nicht ankurbelt. Bisher gibt es keine Antwort der Politik darauf. Ich bin aber dran. Gerade ah, gehen auch meine Steuergelder an diese Firma. Unsere Politik hat also versagt. Unsere Vertreter und Vertreterinnen sind in der Rechts-Links-Struktur gefangen in der Politik, während der Planet brennt. Anstatt auch sich selber aus der eigenen Komfortzone zu wagen und um komplett neue Ansätze, neue Visionen und neue politische Ausrichtungen zu gehen, stecken sie lieber den Sand in den Kopf. Äh, den Kopf in den Sand. <laughs> Hoffentlich gehen die Leute wieder auf die Straße, dann können wir besser für eine ökologische Transformation argumentieren, heißt es von links. Links grünen Kreisen liegt die eigene Profilierung und ihre Spendeneinnahmen näher als das Wohl der einheimischen Bauernfamilien der Schweiz, schreit es von rechts. Beide scheinen absolut zu vergessen, dass das menschliche und Leben der heute florierenden Arten generell kurz vor dem Aus stehen. Während wir momentan auf eine 3 bis 4 Grad Celsius Klimaerhitzung zusteuern, uns inmitten des sechsten Artensterben befindet, hat man in der Politik in der Schweiz noch mit Ideologie denken und versucht, mit möglichst vielen teuren Plakatwänden, mit angsttreibenden Aussagen die Leute für sich zu gewinnen. Währenddem stehen die Bauern und Bäuerinnen zwischen dem vom Regen verfaulten Gemüse und Herr und Frau Zürich schlürfen an ihrem Pestizidverseuchten Wasser immer noch am Paradeplatz.» Es ist Zeit zusammenzukommen, darum habe ich auch genickt. Es sind einerseits die Bauern und Bäuerinnen, welche den Mut passen dürfen, sich nicht nur als Angriffsziel zu verstehen, die eigenen Organisationen mal auch aus einer anderen Perspektive anzuschauen, sich zu überlegen, woher und mit was für Interessen die finanziellen Mittel in gewisse Kampagnen einfließen und wer tatsächlich am meisten von der Orientierung der Dachorganisation profitiert. Es ist Zeit, sich da zu überlegen, was tatsächlich auch angesichts der Umweltkrisen nun am sinnvollsten ist zu machen. Denn der Stillstand wird das Ende aller Betriebe sein, weil es das Ende der Menschheit sein wird. Aber andererseits müssen auch die Konsumenten und Konsumentinnen aktiv einen Schritt aus der Komfortzone machen, die eigenen Essgewohnheiten und Blindpunkte hinterfragen. Wer sich von jeder Werbung und dem Angebot beeinflussen lässt, gibt seine Mündigkeit ab. Auch nicht in jeder Spritze auf den Landwirtschaftsbetrieben ist Pestizid drin. Es ist Zeit für einen Dialog. <laughs> Vielen Dank, Alexandra. Du hast vorhin gesagt, beim Üben hast du 6,58 k, jetzt hast du 7,01 k. <laughs> Aber es ist ein beeindruckendes Tempo. Jetzt darfst du kurz durchschnaufen, während ich die Frage abholen beim Nico. Ja, das ist eine Frage, die auf deine eingängliche Einleitung zurückgreift. Wieso spannen die Landwirt, Landwirtinnen und Greenpeace in der Öffentlichkeit nicht öfters zusammen? Also eben, ich bin seit April bei Greenpeace April und mein Mann ist selber auch Gemüsegärtner. Also ich komme auch aus dem Medien und kenne das sehr gut. Und ich bin sehr interessiert, einen Dialog zu führen, weil ich persönlich glaube, es ist der einzige Weg weiter und wird das auch bei Greenpeace so in Zukunft umsetzen. Ich freue mich natürlich auch hier. Weiterhin einen Dialog zu haben. Und dann an andere. Wie schnell gedeihen Karotten, wenn sie keine chemischen Drugs bekommen? Was? Dann... Wie schnell gedeihen Karotten, wenn sie keine chemischen Drugs bekommen? Ja, aber die Geschwindigkeit vom Gedeihen ist wahrscheinlich nicht schneller. Das ist nur beim Bulle so. 35 Tage. Super, vielen Dank. Alexandra, danke auch für die unterstütze Unterstützung und von Greenpeace zum Fokusmonat äh, überhaupt können durchführen und wer jetzt das toll gefunden hat oder auch nicht vielleicht kritische Rückfragen hat. Äh, wir diskutieren dann Mittwoch wieder mit dir zum Thema Agrarpolitik äh, und dann natürlich, wie sich es gehört zu dem Thema, auf einem Bauernhof in der Stadt Zürich. Äh, es lohnt sich hoffentlich regnet es nicht. Wobei wenn es regnet, haben wir glaube irgendeinen ein Dach auf dem Bauernhof. Also, es lohnt sich sowieso, ähm, genau nächsten Mittwoch. Und danke vielmals, bist du da gewesen. Genau, wenn man Fragen hat, dass die da vorne landet, beim Emilio, der es zichte und beim Nico, der es sichern, ähm kann man auf sli.de und dann mit dem Hashtag TSRI kann man Prager deponieren und von hei, YouTube und Facebook kann man einfach unten drei kommentieren und dann landet das auch da vorne. Jetzt kommen wir zu unserem nächsten Gast und zwar zum Franz Hofer von der OGG. OGG steht für Ökonomisch gemeinnützige Gesellschaft von Bern. Das B ist irgendwie für Bern ist nicht in der Abkürzung. Das habe ich jetzt selber dazu recherchiert. Das findet man ganz einfach im Internet. Und ich bin äh, gespannt, was du zu erzählen hast. Ich glaube, es ist der älteste Verein, was es in der Schweiz gibt. So ist es mir zumindest erzählt worden. Dann steht es auch auf Wikipedia. Und es nimmt mich natürlich Wunder, was der älteste Verein von der Schweiz so macht. für mich bist du da? Liebe Expertinnen, liebe Experten. Und da meine ich alle zusammen hier im Raum und auch die, die zu Hause zulassen. Der älteste Verein der Schweiz. Seit 262 Jahren machen wir genau das Gleiche. Also, Simon, äh, das ist ganz einfach zu beantworten. Wir kümmern uns, wir kümmern uns um die nachhaltige Entwicklung des Ernährungssystems. Damals gegründet worden, für Hungersnöte zu bekämpfen. Heute sind die Themen etwas anders. Jetzt zum Weiteren. Ich habe mich beim Vorbereiten gefragt, ja ich Perspektive für die Landwirtschaft oder auf die Landwirtschaft ich habe mich für die zweite Variante entschieden, für Perspektive auf die Landwirtschaft, und bei all den Expertinnen und Experten in der ersten Reihe habe ich gedacht, die Positionierung habe mich nicht für eine Perspektive oder für meine Perspektive, sondern für eine von meinen Perspektiven entschieden, nämlich für die Perspektive Mensch. Der Mensch der steht bei OGG Bern seit dem Anfang und bis heute im Zentrum. Aber was ist unsere Lebensgrundlage? Der Boden in der Agrarpolitik oder im landwirtschaftlichen Bereich ist sehr häufig von nicht nachwachsenden Ressourcen, von Problemen und und und. Der Boden als unsere Lebensgrundlage im warten Sinne des Wortes. Wir bewegen uns drauf, wir bauen Häuser, etc. Aber wenn wir von Landwirtschaft reden, Boden, wir haben weltweit 15.000 Milliarden Quadratmeter Acherland. Das macht 2.000 Quadratmeter pro Mensch. Und wir haben äh, ein Projekt, das wir Bern oder dran mitmachen. Wir waren in der Erstweltdacher. Die Berner kommen gleich hinten nach. Nuglar und Attiswil haben auf 2000 Quadratmeter so eine Demonstrationsfläche angebaut und die 50 wichtigsten, häufigsten Kulturen, die weltweit angebaut werden, nachgebaut. Das ist ein super Garten, wo man mit allen möglichen Menschen darüber diskutieren kann, ja, was steht du denn mit deinen 2000 Quadratmeter? Also knappe natürliche Ressourcen. Ja, ist das viel, 2000 Quadratmeter? Ist es wenig? Ist es genug? Je nachdem, wie wir leben, langt das. Aber es gibt hier riesige Unterschiede, wenn man weltweit schaut. Wir zu Europa wir brauchen mit, unser, mit unserem Lebensstil etwa 2800 Quadratmeter für das Leben. Äh, in der Schweiz haben wir noch 450 bis 600, je nach Statistik, auch, dass man die Fruchtfolgefläche abgrenzt. Quadratmeter. Ja, wie viel braucht man mit Tag, wie viel braucht man zu Nacht? Das kann man alles berechnen. Da gibt es Zahlen dazu. Es gibt auch eine coole App. Ein Thema, das aber natürlich auf dem Weltdacher auch eng wieder kommt, ist der Fleischkonsum. Und das ist eine gute Nachricht. Neben diesen 2000 Quadratmeter Ackerland gibt es pro Mensch noch rund 4500 bis 5000 Quadratmeter Grünland. Das, ist ein, das sind zwei Bilder von meinem Betrieb, wo ich mit der Familie zusammen auf 900 Meter über dem Meer im Emmetal Futterbau betreibe. Und bis jetzt, äh, ich hatte schon viele spannende Diskussionen gehabt, aber es gibt. Wir haben jetzt uns für die Varianten mit Biolandfleisch entschieden, die wir auch direkt für Marketing machen. Also Alle, die, die gerne Fleisch haben, müssen nicht ganz verzichten, aber bitte steigen nicht beim WWF auf, der sagt, einfach äh, Boulefleisch sind das Beste. Nein, doch geschieht von unserem Biolammfleisch. Das Wichtigste von unserem Betrieb ist, wir machen es mit Freude, wir machen es mit Leidenschaft. Wir produzieren, aber wir pflegen auch den Flecken Erde, wo wir im Moment Stadthalter dafür sind. Es gibt auch andere Wege. Ein paar Kilometer weiter, das Ungarn, ist eine Hofgemeinschaft, Radiesli. Dort gehen über 200 Mitglieder zusammen neue Wege. Sie packen zusammen an und das Bild rechts zeigt, auch, dass es ordentlich super bewirtschaftet ist. Das ist cool, was die machen. Es geht um Wertschätzung, es geht um Anerkennung. Also zusammen essen, zusammen Kultur machen, Musik, aber eben auch die Haltung. Wie geht man miteinander um? Das ist auch eine Form von Kultur. Akzeptanz das soll auch Platz haben. Da werden ganz viele neue Ideen auch entwickelt. Ein paar andere Projekte von OGG. Äh, mit der Gemüsetruhe, da tun wir sensibilisieren. Der Zielumbruch stimmt da nicht ganz. Beobachten, erklären, aber vor allem auch begreifen. greifen, also mal die Finger in eine, so eine Gemüsetruhe hinein, ich halt, zu spüren, was das ist. Und die ist scheint gut, wenn man es selbst produziert hat. Mit dem Internet Netzwerk da immer ganz viel Freiwillige, die wo man mit nach den zu Bauern, zu Betrieben, die mitmachen, dass man eben wirklich alles ernten kann, was gewachsen ist. Und die Kürbissuppe schmeckt am Abend ganz anders. Das zweite Projekt war das Buchprojekt, gewesen, das wir zusammen mit dem Mirko Buri gemacht haben. Restlos glücklich. Und das war so ein cooles Projekt. Gewesen. Oben links haben die Grafikerin, die Fotografin oder Koch, und ob ihr Mitte seht, ihr das Salat Panna Gota, das eines der Rezepte aus unserem Buch entstanden ist, wo ich Mirko gesagt habe, ja, so Hörnchen und ein Ei drüber schlägt, da kann man Reste noch eng verwerten. Äh, aber wenn ich schlampigen Salat habe, und die Antwort von Mirko war, der Renner, gsi, Renner, jedem Aperol, das wir zu diesem Buch hatten, oben ausgeschwungen hat. Foodsafe Bankett, auch hier haben wir ganz viele Menschen. Das gilt auch, auch hier gilt, mit. Mit Genuss und nicht mit dem Moralfinger zusammen etwas machen. Auf dem Bild würde der Gemeindrat von Bern, der, der Pfarrer von Heiliggeist kirchen, der die Leute mit und Kopf durch. Das sind einfach alle zusammen. Das ist ein richtiger Schmelztiegel. Ich würde das FoodSafe-Bankett von Zürich äh, wärmstens empfehlen am 17. September. Quintessenz oder das, was alle die Programme, Projekte und Sachen gemeinsam haben, ja gesagt, im Zentrum steht der gesunde, zufriedene Mensch. Und was speziell ist an diesen Ressourcen ist, wenn man die menschlichen Ressourcen vielseitig nutzt, dann wachsen sie nach. Und das ist ein grosser Unterschied. Und diese Perspektive ein bisschen mehr in die Agrarpolitik einbringen, das wünsche ich mir. Merci Vielen Dank, Franz Hofer. Es scheint, als hätten alle wirklich geübt jetzt auf diese sieben Minuten. Es ist wieder... Ähm Perfekt timed war. Und ähm, schön, dass du das äh, FoodSafe Bankett erwähnst. Ich möchte auch noch mal ähm, motivieren, um dort kommen. Das ist auch bei uns auf dem Programm. Wir sind dort Partner. Es ist gratis, es ist fein. Gibt es dort auch ein äh, Salatpannakot? Weißt du das? Ich gehe davon aus, dass es das dort nicht gibt, weil das Konzept im FoodSafe bankett ist ja, dass man wirklich mit, äh, mit Produkt, Produkt etwas macht, das genau dann anfällt. Ich weiss nicht, woher das jetzt heißt Zürich oder das ist ein Aber der Grundsatz ist, mit dem kochen, was es hat, und nicht das, was irgendwo Mirko Burri hat gang beim Kochbuch machen gesagt. Wir unterliegen nicht der Kochbuchdiktatur. Das heisst, wenn man dort vielleicht so eine Salatpanne gehen möchte, wir man einfach schauen, dass man dann rechtzeitig einen alten Salat hat. Man kann ja auch Food Waste quasi vorproduzieren. Also, ich kann jetzt äh, die Frage abholen. <laughs> ähm, steht im Zentrum der Mensch oder sollte der Planet im Zentrum stehen? Ja, ich glaube, schlussendlich lohnt es sich, zu diesem Planet Sorge zu haben. Aber der Weg dorther ist, glaube ich, eben über mehr Augenhöhe, über die Haltung, dass. Das, was der Bauer macht, wenn er mit der Spritze über das Feld fährt, zu verstehen. Oder umgekehrt, äh, die Initianten von der Trinkwasserinitiative aus bäuerlicher Sicht zu verstehen. Und wenn ich so die Abstimmungskampagne zurückdenke, dann ist es nicht mehr um Pestizide, sondern um Ängste. Einerseits, dass man das Wasser nicht mehr trinken darf, oder andererseits, dass die Existenz gefährdet ist, wenn man jetzt die Initiative annehmen Wir Ich glaube, der Weg, zum Erhalten des Planeten für den Menschen. Und eine andere Frage: Wieso baut Sie Futtergetreide an und nicht welche für die Menschen? Also ich gehe jetzt davon aus, dass die Frage nicht auf, persönlich auf meinen Betrieb bezogen ist. Auf, auf dem Acherland. Wieso? Ich glaube, dort ist wieder unsere Haltung. Wir zeigen mal auf, was das weltweit angebaut wird. Und das löst dann ganz automatisch. Ja, die, die Frage vom Fleisch auf Futter Getreide etc. Das kommt gängig. Aber eigentlich ist ja auch nicht klar, wo, in welche Richtung das die Lösung müsste gehen. Da müssen wir nicht mit dem Mahnfinger äh, dozieren. Vielen Dank, Franz Hofer. Auch dass du den weiten Weg vom Emmental hier auf dich genommen hast, um uns da ähm, spannenden Einblick zu geben. Danke vielmals. Wir machen einen Schritt weg von der Praxis hier in der äh, Forschung. Und zwar hören wir als nächstes Priska Bauer. Sie ist Agrarökonomin und steht da schon parat. Ich bin sehr gespannt. Ist weg, das Publikum. Guten Abend miteinander. Allegra. Ein beliebtes Sprichwort heißt Think Global, Act Local. Doch was heißt Global denken, lokal handeln für unser Essen? Gemäß einer verbreiteten Vorstellung ist eine nachhaltige Ernährung lokal und saisonal. Auf den ersten Blick durchaus einleuchtend. Dahinter kann sich eine Mehrheit stellen, von Jung bis Alt, von links bis rechts. Viele sind geradezu empört von wo überall aus der ganzen Welt das Essen auf unserem Teller stammt. Ich möchte meinen Pitch nutzen, die Welt etwas aus dem Kopf zu stellen. Ich behaupte, dass wir uns für eine nachhaltige Ernährung am Leitspruch «Global essen, lokal produzieren» orientieren sollten. Dieses Postulat werde ich in sechs Punkten erläutern. Erstens. Die Schweiz ist nicht erst seit der fortgeschrittenen Globalisierung von Nahrungsmittelimporten abhängig. Die Schweizer Landwirtschaft war im 20. Jahrhundert überaus erfolgreich – und auf immer weniger Fläche produzierte sie immer mehr Nahrungsmittel. So konnte sie den sogenannten Selbstversorgungsgrad während des gesamten 20. Jahrhunderts trotz Bevölkerungswachstum auf 50 bis 60 Prozent halten. Nur im Zweiten Weltkrieg war der Selbstversorgungsgrad höher und in den 1980er Jahren als teure und umweltbelastende Überschüsse produziert wurden. Auch vor dem Ersten Weltkrieg lag der sogenannte Selbstversorgungsgrad bei 50 Prozent. Doch für diesen Produktionserfolg zahlen wir einen hohen Preis. Zu den unerwünschten Folgen zählen die Belastung des Trinkwassers, der Rückgang der Biodiversität und eine industrialisierte Tierproduktion. Zweitens. Die nationalen Agrar- und Ernährungssysteme sind global vernetzt. Wir sind nicht nur bei den Nahrungsmitteln auf hohe Importe angewiesen. Auch die Schweizer Agrarproduktion ist in die internationale Spezialisierung und Arbeitsteilung eingebunden. Ohne ständige Importe von Kraftfutter, Saatgut und Dünger von Traktoren und Tieren könnten wir sehr vieles nicht produzieren. Beispielsweise gäbe es keine Schweizer Bulle und keinen Schweizer Zucker. Dabei ist die Schweizer Landwirtschaft auf die Tierproduktion spezialisiert. Rund 90% Prozent der Landwirtschaftsflächen werden für Tierfutter genutzt und auf 40-60% bis 60 Prozent des Ackerlandes werden Mais und Gerste und anderes Tierfutter angebaut. Trotzdem reicht es nicht für die Ernährung der Schweizer Tierbestände. Ohne laufende Futtermittelimporte könnte nur die Hälfte der Fleischmenge produziert werden. Drittens, mit global Essen, lokal produzieren ist gemeint, die Produktion an jeweils lokalen Ökosystemgrenzen anzupassen und den Konsum an die globalen Ökosystemgrenzen. Für die Schweiz heißt dies, die Tierbestände deutlich zu reduzieren. Dafür könnte eine größere Vielfalt pflanzlicher Nahrungsmittel angebaut werden. Früher verbreitete wie Linsen und Buchweizen und neue wie Süßleguminosen und Quinoa. Unseren Konsum an die globalen Ökosystemgrenzen anpassen heißt nicht weniger zu importieren. Viele Länder haben klar bessere Bedingungen für die Agrarproduktion als die Schweiz, vor allem mehr Land. So gibt es in der Schweiz rund. Fünf Ahren Ackerland pro Kopf. In Österreich beispielsweise sind es 15 Ahren, in Frankreich 30 Ahren, in den USA 50 Ahren, in Russland 80 Ahren und in Kanada 100 Ahren. Eine Anpassung unserer Essgewohnheiten an die globalen Ökosystemgrenzen verlangt jedoch den durchschnittlichen Schweizer Fleischkonsum mindestens zu halbieren. Viertens. Schlechte durch vermeintlich gute Produkte zu ersetzen, entlastet vielleicht das Gewissen, kann aber kontraproduktiv sein. Erstes Beispiel: Palmöl durch Rapsöl ersetzen. Es gibt immer mehr Produkte, die damit werben, Schweizer Rapsöl anstatt Palmöl zu enthalten. Das Problem ist jedoch, dass in der Schweiz die Flächen und das Klima für eine Selbstversorgung mit Rapsöl fehlen. Bei pflanzlichen Fetten und Ölen liegt der Selbstversorgungsgrad bei 20 bis 25 Prozent. Obwohl der Schweizer Rapsanbau subventioniert wird und stetig zunimmt, reichen die Mengen bei weitem nicht. Hinzu kommt, dass Raps eine heikle Kultur ist und im Schweizer Rapsanbau viele Pestizide eingesetzt werden. Zweites Beispiel Rindfleisch durch Bulle ersetzen Rindfleisch gilt als besonders klimaschädlich und Bulle als ressourceneffizient, ja sogar klimafreundlich. Viele ökologisch sensibilisierte Menschen essen deshalb Bulle anstatt Rind. Wenig bekannt ist, dass Bulle ein Haupttreiber des globalen Sojaanbaus ist und dass wenige Unternehmen von der industrialisierten Produktion profitieren. Wenig bekannt ist weiter, dass Bulle Konsum und Produktion auch hierzulande stetig wachsen. 2020 wurden in der Schweiz 76 Millionen Bulles geschlachtet. Hinzu kommen nochmals rund 40 Millionen importierte Bulles. Was heißt lokal in der kleinen Schweiz mitten in Europa? Ist ein Walliser Entschuldigung. Fünftens, lokal und saisonal sind kulinarische und ästhetische Qualitäten. Was heißt lokal in der kleinen Schweiz mitten in Europa? Ist ein Walliser Wein ein lokaler Wein und ein Wein aus Süddeutschland nicht? Lokal heißt oft national und hat weniger mit ökologischer Nachhaltigkeit zu tun als mit Konsumpatriotismus und Stützung der Schweizer Wirtschaft, was natürlich legitim ist, aber nicht unbedingt umweltschonend. Zudem heißt lokal in der auf die Tierproduktion spezialisierten Schweiz sehr oft Fleisch, basierend allerdings auf nicht lokalen Futtermitteln. Und was heißt saisonal in unserem Klima, wo während einem großen Teil des Jahres nicht draußen produziert werden kann? In der Schweizer Esskultur sind die Faustregeln lokal und saisonal wenig hilfreich. Sie legitimieren tierlastige Essgewohnheiten. Lokal und saisonal sind jedoch kulinarische und ästhetische Qualitäten. Nicht alles das ganze Jahr zu essen erhöht den Genuss. Sechstens, die Bedeutung der Stadtlandwirtschaft für die Nahrungsmittelversorgung ist vernachlässigbar. Die urbane Produktion kann jedoch viel zur Lebensqualität im städtischen Raum beitragen. Durch vielfältig bepflanzte und genutzte Flächen, durch das Demonstrieren der lebendigen und sich stetig wandelnden Vegetation als Bereicherung für alle Sinne. Zum Schluss, eine nachhaltige Ernährung für alle Menschen lässt sich nur unter Beachtung der jeweils lokalen Ökosystemgrenzen mit Kooperation und fairem internationalen Handel sichern. Das meine ich mit dem Leitspruch: Global essen, lokal produzieren. Danke fürs Zuhören. Vielen Dank, Briska Bauer, für den Pitch. Ja, bitte. Ich habe draußen noch ein paar Karten aufgelegt. Von einem Projekt, noch Also sie sind frei, sich dazu zu bedienen und auf die Website schauen zu gehen. Super, vielen Dank. Jetzt, wo du gesagt hast, ähm, jetzt müssen wir, also ja, wir sollten ja saisonal und so essen. Mir ist heute am Morgen beim Kaffee bewusst worden, dass uns jetzt äh, das Kohlhalbjahr bevorsteht. Und ich freue mich schon auf <laughs> Kohl. Jetzt kommen dann <laughs> alle verschiedenen Köhlen, bis dann irgendwie im Frühling dann das Radiesli ähm, dann wieder kommt. Ja. Genau. Ähm, Gibt es irgendwelche Fragen zu Kohl oder anderen Themen? <laughs> Nein, der Kohl ist noch nicht so wichtig. Aber was vermuten Sie, wieso die Schweizerinnen nicht bereit sind, weniger Fleisch zu essen? Meine Meinung ist aufgrund auch von einem Forschungsprojekt, das wir das näher angeschaut haben, dass Bereitschaft sehr wohl bei einem recht großen Teil der Bevölkerung da ist. Aber Essgewohnheiten ist etwas sehr robustes auch, das verändert sich langsam. Und wenn man weiß, dass in der Schweiz wird die hälfte vom Fleisch auswärts gegessen, das ist schon seit längerer Zeit so. Also die Leute gehen auswärts, wenn sie Fleisch essen. Auswärts ist das Angebot mit, äh, also sage ich, ohne Fleisch ist im Allgemeinen nicht gut. Also der braucht sage sagen mir nach dem Projekt, es braucht eigentlich einen Quantensprung bei der Qualität, im ganzen Vermarktung vom Angebots. Es braucht in der Gastronomie Leute, die mit Begeisterung und motiviert auch so kochen, vermehrt pflanzlich. Und wenn das Angebot besser wird, dann wird das auch mehr konsumiert werden. Das ist unsere Hypothese nach dem Projekt. Und äh, was fragt, haben, haben wir richtig verstanden? Weniger lokal und regional, dafür mehr pflanzlich? Also, was ich meine, ist nicht weniger lokal und regional. Ich sage einfach, mit lokal und regional können wir uns nicht ernähren geht schlichtweg nicht mehr pflanzlich aus der Region, aber auch von weiter weg ist besser als Fleisch vermeintlich aus der Nähe, wo aber dann doch basiert auf Futtermitteln, die importiert werden. Schön, vielen Dank, Driska Bauer. Hier nochmal ein kurzer Werbeblock für unsere weiteren Veranstaltungen in diesem Fokusmonat. Der nächste, und zu dem Thema hören wir jetzt dann gerade noch mehr. Ähm, der nächste Workshop, die nächste Veranstaltung ist am Samstag, am um Samstagnachmittag. Anmelden kann man sich auf zuri.ch, da findet ihr alle Informationen. Es ist ein Workshop, wo es darum geht, dass man spielerisch herausfinden was für einen Fußabdruck, was für einen CO2-Fußabdruck. Ähm, die Lebensmittel hat und zwar ähm, ja jetzt gehören wir dann noch mehr dazu ich wollte nicht zu viel vorwegnehmen aber man kann es gerade mit einer App auch ausfinden und was die App kann und was Eternity ist und was man am Samstag vielleicht machen hören wir jetzt gerade vom Manuel Klarmann schön bist du da. Genau, herzlichen Dank. Genau, also mein Name ist Manuel Klamann, ich bin Gründer und Geschäftsführer von Eternity. Wir kümmern uns darum, dass wir so präzise wie möglich den Umweltfußabdruck von Lebensmitteln messen und diese Informationen zugänglich machen, sodass tatsächlich etwas passiert. Also dass jeder, der auch etwas tun will, ob das jetzt ähm, Gastronomen sind, äh, Privatpersonen oder auch im Supermarkt, diese Transparenz existiert, um die richtigen Entscheidungen zu treffen. Das Ganze basiert auf dem wissenschaftlichen Fakt. Und den nennen wir die planetaren Grenzen. Wir messen sozusagen, welche Ressourcen gehen uns zur Neige, wo haben wir irreversible Konsequenzen, wo vernichten wir den Planeten für unsere zukünftigen Generationen, wo stürzt das Raumschiff Erde ab. Und diese Grenzen werden gemessen und drei von den Grenzen überschießen wir bereits jetzt schon. Das ist einmal der Klimawandel, die Biodiversität und die Stickstoffbelastung, also durch die Düngemittel. Das Interessante, warum ich die jetzt präsentiere, ist um zu verstehen, dass diese drei Sachen, wenn wir die überschießen, dann hängt das ganz direkt mit unseren Lebensmittelproduktionen zusammen. Genau. Hier sind sie nochmal in ihrer Vollständigkeit. Ähm, hier sehen wir auch, dass die äh, anderen planetaren Grenzen, dass sie da sind. Und wenn wir jetzt tatsächlich die Landwirtschaft abbilden, dann sehen wir, dass die nicht nur Opfer sein wird von den planetaren Grenzen, die wir überschreiten, sondern sie ist auch die Ursache. Davon. Also wir haben hier ganz klar den Einfluss sozusagen, ähm, den wir hier bewirken durch die Landwirtschaft: 80 Prozent der Biodiversität, 80 Prozent der Entwaldung, Frischwassernutzung, ähm, Stickstoffbelastung ent entsprechend dem Klimawandel, 25 Prozent. Ähm, man kann sich das jetzt so verbildlichen: Wenn wir die Biodiversität überschreiten, dann bedeutet es, das, dass die prinzipiell, ökosysteme kollabieren. Ähm, was wiederum bedeutet? zum beispiel, dass bienensterben oder pollinators ähm, nicht mehr da sind. das heißt, da haben wir das problem mit der landwirtschaft. Ähm, bei den stickstoffproblemen ähm, haben, haben wir das thema, dass natürlich seen, umkippen, wälder sterben können oder ozeanzonen sterben. entsprechend gibt es dort auch äh, probleme äh, mit der landwirtschaft. und beim klimawandel ist es ganz klar auch so. man hat es vor ein paar wochen gesehen. Äh, mit dem hagel, mit dem sturm, mit den dürreperioden brechen unsere ernten ein und ähm, tangieren dieses problem. Auch. Das heißt, was ich mit der Folie hier auf den Punkt bringen will, ist, dass es keine Nachhaltigkeitsdiskussion gibt, die sich nicht um unsere Lebensmittelproduktion scheren sollte. Also unsere Lebensmittelproduktion, das, was wir konsumieren an Nahrungsmitteln, liegt absolut im Zentrum von dem, was wir tun müssen, um eine nachhaltige Gesellschaft zu schaffen. Und das Ganze dieses diese 25 der Treibhausgasemissionen, wenn man da noch die Verarbeitung, die Weiterverarbeitung, Transport etc. von den Lebensmitteln dazu nimmt, dann landet man bei einem Drittel der Treibhausgasemissionen, die durch unsere Nahrungsmittel verursacht werden und die Prognose ist, dass wir zum Jahr 2050, dass es zwei Drittel werden, wie schon gesagt, durch die Ernteeinbrüche Bevölkerungswachstum, aber natürlich auch durch den Advent der erneuerbaren Energien. Genau. Entsprechend gibt es jetzt hier ein klares Ziel, wo wir hinkommen müssen, also es ist diese wissenschaftliche Studie, die auch zuletzt im Weltklimareport publiziert wurde, die uns aufzeigt, wo müssen wir hin, damit wir innerhalb dieser planetaren Grenzen bleiben und nicht den Planeten vernichten und andererseits natürlich auch uns gesund ernähren. Und ich habe hier sozusagen diese Zielscheibe, die wir gemeinsam als Gesellschaft haben, habe ich abgebildet, zusammen mit dem, was den Unterschied ausmacht zu dem, was wir zurzeit konsumieren in der Schweiz. Das heißt, wir haben hier klar mehr Früchte, Gemüse, Nüsse, Hülsenfrüchte um natürlich auch eine ausgewogene Ernährung zu haben. Aber auf der anderen Seite haben wir eine ganz krasse Reduktion vom roten Fleisch und von den Milchprodukten. Also wir sind in der Schweiz ungefähr bei einem Liter Milchäquivalente am Tag. Wir müssen auch 250 Gramm pro Milch, äh, Milchäquivalente pro Tag und Person runter. Ähm, genauso ist es beim roten Fleisch. Da haben wir eine 84 Prozent Reduktion, die notwendig ist, ähm, damit wir dieses Ziel erreichen. Also auch hier nochmal in dieselbe Kerbe, die ich da schlagen muss. Es ist so, dass unser... Rindfleischkonsum, also der tatsächlich verursacht der Emission A durch die Methanemission, B durch die Landnutzung, die wir haben, also gerade auch die Regenwälder, die wir dadurch abholzen, und im dritten Aspekt auch einfach durch die Düngemittel, die auf das Feld aufgebracht werden und verdampfen, ist in seiner Wirkung, wenn man jetzt Filet isst, kann ich drei Tage lang im Jahr Filetfleisch essen oder ich kann das, das ganze Jahr lang über Gemüse, Früchte und so weiter essen und ich habe dieselbe CO2-Bilanz. Wir haben dann Faktor 100 zwischen den CO2-Emissionen. Deswegen ist es völlig klar, dass es hier die Reduktion braucht. Diese Zielscheibe zeigt uns auf, dass wir damit 50 bis 64 Prozent der Emissionen reduzieren können und somit ins Ziel kommen der nachhaltigen Ernährung. Genau. Und um dieses Ziel greifbar zu machen und umzusetzen, machen wir uns Gedanken, wie wir diese Botschaft übersetzen können und wie wir das zugänglich machen. Und gerade in dem Sinne, sozusagen Appetite for Change und Eternity. Habe ich, <laughs> Entschuldigung, ähm, habe ich ähm, neue Slides mitgebracht. Die sind jetzt hier nicht drin. Ähm, <laughs> habe ich dieses Poster entwickelt. Oder haben wir, sozusagen wir sind ein Team von zwölf Leuten und dieses Poster ist dafür da, dass man es sich an den Kühlschrank hängen kann. Und dieses Poster zeigt auf einen Blick, welche Lebensmittel wie gut für den Klimawandel sind. Und zwar haben wir hier den grünen Punkt in der Mitte, der uns aufzeigt alle Lebensmittel, die 50 Prozent der Emissionen reduzieren. Wir haben hier einen Kreis drumherum, ein Kreis, der zeigt uns an, wo wir zurzeit im Durchschnitt uns befinden und alle Lebensmittel, die außerhalb sind. Und dieses Poster gibt uns auf einen Blick sozusagen die Möglichkeit zu schauen, wo erreichen wir unsere Klimaziele? Welche Zutaten ersetzen wir mit welchen Zutaten, damit wir das Ziel erreichen können? Und auch welche Fantastische, großartige Varietät wir in der Mitte haben, um natürlich interessante Speisen, Rezepturen ähm, zu entwickeln, die genau in dem Ziel liegen, um das Ganze umzusetzen. Und dieses Poster habe ich für euch mitgebracht und das gibt es ähm, nachher auch am Eingang, könnt, kann sich jeder dieses Poster abholen. Äh, nehmt es mit, nehmt es für Freude mit, wir haben genug ähm, und hängt es einfach an den Kühlschrank und schaut, dass ihr auch ähm, klimafreundlich esst. Und herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Manuel Klarmann, für den Input. Wie gesagt, das Poster gibt es nachher abzuholen und zwar auf dem Weg zum Abberoden. ist, kann man sich dann eins schnappen. Und wie gesagt, die aufhängen. Jetzt kann ich Fragen abholen. Ja, eine Frage ist: Wie finanziert sich Eternity? Genau. Ähm, wie finanzieren wir solche Sachen? Wir wissen es noch nicht. Ähm, wir drucken das einfach mal und schauen, wir, dass wir mit dem Aktivismus hier an den Irgendwo hinkommen. Ähm, auf der anderen Seite berechnen wir natürlich auch CO2-Bilanzen für Lebensmittel, für die, ähm, für die Restaurants auf der einen Seite, auf der anderen Seite für Produkte, die im Warenregal liegen. So gibt es so einen Eternity Score, den Produkte sich auch drücken können, um natürlich das Spotlight auf diese Produkte zu bringen, ähm, die im Ziel der nachhaltigen Ernährung liegen. Ja. Und eine andere Frage ist: Sind vegane Fleischersatzprodukte lösig oder haben die einen genauso hohen CO2-Abdruck? Die sind definitiv die Lösungen. Also, wir haben das auch auf dem Poster aufgeführt. Die sind so im Schnitt zehnmal besser als die Fleischalternativen. Das sind Erbsenproteinisolat, das ist Tofu, da gibt es Seitan. Aber in, der, in dem Verhältnis, was die uns liefern, sind die mal zehnmal besser, mal fünfzehnmal besser, mal siebenmal besser. Also, es ist definitiv immer im, im grünen Zirkel. Und damit erreichen wir tatsächlich das Ziel, weil es natürlich auch unsere Gewohnheiten sind, die wir da auffangen müssen. Wenn es gut schmeckt, dann schmeckt es gut. Und warum nicht einfach auf das tote Tier im Mund verzichten? Vielen Dank, Manuel. Wer noch mehr wissen und vielleicht auch überrascht werden vom einen oder anderen Lebensmittel und dem CO2-Abdruck, ähm, soll am Samstag unbedingt an der Workshop gehen. Man kann sich anmelden auf zügig.ch. Alle Informationen gibt es auf dem Flyer und bei uns auf der Webseite. Danke Manuel. So, jetzt kommen wir Nochmal zu, äh, zu einer ganz spannenden Perspektive auf das Thema Landwirtschaft. Und zwar hören wir jetzt gerade Nicole Murer. Sie ist von der Zürcher Landfrauenvereinigung und wird wahrscheinlich die Sicht der Frau auf die Landwirtschaft ein bisschen präsentieren. Und ich freue mich sehr, äh, dass Sie da da sind. Genau, danke Mal. Als ich die Anfrage herkomme, habe ich mir lange überlegt, was bringe ich da? Statt Landwirtschaft. Ich habe mich dann entschieden, dass ich euch den Beruf und die Entwicklung der Bürin etwas näher bringe. Jetzt zu meiner Person, ja, das sollte noch ein Bild sein, aber ihr seht mich ja da live. <laughs> genau, ich bin Bürin, also ich bewirtschafte mit meinem Mann im Oberland und Landwirtschaftsbetrieb. Ich bin diplomierte Bürin, da wieder ich ich noch mehr dazu sagen, und trage jetzt seit drei Monaten auch den Titel Mami. Früher, es ist noch nicht lange her, da war die Arbeit auf dem Landwirtschaftsbetrieb in Männer- und Frauenarbeit aufgeteilt. Der Mann war hauptsächlich für das Feld und den Stall zuständig. Die Frau hat sich um das Kind, den Haushalt und vielleicht noch um Kleidung kümmert. 1970 haben die Frauen durchschnittlich zwischen 20 und 24 das erste Kind bekommen. Somit ist nach der Erstausbildung nicht mehr viel Zeit für Weiterbildungen geblieben. Allenfalls hat man noch die in der besucht. Viele Frauen haben dann nach der Familiengründung Vollzeit auf dem Landwirtschaftsbetrieb gearbeitet. Dazu hat es noch nicht so viele ehe gegeben man hätte dann zusammen nach der Pensionierung auf dem Landwirtschaftsbetrieb, wo man das lebenslange Wohnrecht hat, gelebt und von der gemeinsamen Rente gelebt. Ja. Aktuell ist das Durchschnittsalter der Erstgebärenden zwischen 30 und 34. Viele absolvieren noch eine Weiterbildung oder eine zusätzliche Ausbildung. Je länger, je mehr engagieren sich die Frauen auch nebst Kind und dem Haushalt auf dem Landwirtschaftsbetrieb. Sie kümmern sich um die Büroarbeit, helfen im Stall oder auf dem Feld mit. Dafür gibt es auch Männer, die sich im Haushalt engagieren und einmal an einem Pappitag den Kindern schauen. Die Frauen, die sich im Betrieb engagieren, werden sich überlegen, die zu absolvieren. Im Vergleich zu früher, wo Väter hauptsächlich Haushalt, kochen, putzen, äh, waren, sind, es heute auch viel mehr um landwirtschaftliche Betriebslehre, Buchhaltung, Recht oder auch wahlweise um Ackerbau oder Rindviehhaltung. Nach Abschluss von der zweijährigen Teilzeit- oder sechsmonatigen Vollzeitausbildung kann man dann, wenn man zwei Jahre Berufserfahrung als Bäuerin hat, sich für den Fachausweis anmelden? Der kann mit einer schriftlichen Projektarbeit und einer mündlichen Präsentation erlangt werden. Somit kann man sich dann als selbstständig erwerbende Bäuerin bei der AV anmelden und den Betrieb allein oder gemeinsam mit dem Partner übernehmen. Das verdiente Einkommen wird dann gemeinsam erwirtschaftet und auch bei der AV für beide einzeln abgerechnet. Der höchste Abschluss als Bäuerin kann man erreichen, wenn man zusammen mit den angehenden Meisterbauern verschiedene Module von der Betriebswirtschaft absolviert sowie einen Businessplan erstellt. Becher wie beispielsweise strategische Unternehmensführung, Agrarpolitik, oder ökonomische Planung muss man erfolgreich bestehen, um den Titel Diplomierte Bäuerin HFP zu bekommen. Heutzutage muss die Frau aber nicht mehr zwingend auf dem Betrieb tätig sein. Denn es gibt natürlich auch Frauen, die sich nicht gross für den Landwirtschaftsbetrieb interessieren und ihr Geld weiterhin voll- oder Teilzeit auswärts verdienen. Nicht nur die Bildung der Bäuerin hat sich positiv verändert. Viele Frauen bringen sich aktiv im Betrieb ein. Sie führen eigene Betriebszweige und helfen bei der Betriebsausrichtung mit. Genau, da haben wir wieder die Zahl. Ich bin noch froh, dass die 150.000 der Beschäftigten in der Landwirtschaft Gemäß Gemäss erhobenen Zahlen vom Jahr 2013 sind von diesen Arbeitskräften ein Drittel Frauen. Auch gemäß diesen Erhebungen ist es so, dass 70 ohne Entlöhnung sind, also von diesen Frauen. Die Problematik bei den Frauen, die keinen Lohn haben, ist, dass sie kein eigenes av einkommen haben. Ohne gemeldeten Lohn kann keine Mutterschaftsentschädigung geltend gemacht werden. Und auch die Rente fällt tiefer aus. Viele haben bei einem gesundheitlichen Problem, das zur Arbeitsunfähigkeit führt, auch kein oder Vorsorge abgeschlossen. Für die Frauen kann es auch finanziell schwierig werden, wenn es zur Ehe-Scheidung kommt. Die Scheidungen haben auch in der Landwirtschaft seit den 60er Jahren zu stark zugenommen. Wie bei allen wird der AHV bei einer Scheidung sowie Vorsorgegelder je Hälfte geteilt. Also einfach während der Zeit der Ehe natürlich. Wenn jedoch während der Ehejahr keine Vorsorgegelder eingezahlt worden sind und aufgrund von grösseren Investitionen aus das Einkommen kleiner ist, fallen der spätere Rente tiefer aus. In der momentan sistierten Agrarpolitik 22plus die sogenannte soziale Absicherung ein Thema. Gewesen. Direktzahlungen sollen nur dann Ausgerichtet werden, wenn der Ehepartner bzw. die Ehepartnerin, die, die regelmäßig und in einem beträchtlichen Maß mitschafft, über einen persönlichen Sozialversicherungsschutz verfügt. Der SPLV, Schweizerisch-Bürger-Landfrauenverband, setzt sich fest für die Bürgerinnen und Frauen vom Land ein. Mit der Vision 2030 kompetent, engagiert, gemeinsam engagiert, machen sie sich stark bei der Bildung Bäuerinnen Setzt sich für mehr Frauen in der Politik ein. Ab dem Oktober 2021 startet auch eine nationale Sensibilisierungskampagne zur sozialen Absicherung. Auf verschiedenen Infoanlässen und Referaten sollen nicht nur die Bauern und Bauern, sondern die ganze Landwirtschaftsbranche informiert werden. Ich bin sicher, dass durch die Kampagne viel aufgeklärt werdet und unsere Generation zukünftig gut abgesichert den Beruf Bürin kann ausführen. Danke vielmals. Vielen Dank, Nicole Murer. Wir haben jetzt den letzten Pitch gehört, wieder Punktlandung, das ist wirklich wahnsinnig beeindruckend. Das hat es noch nie gegeben. Danke vielmals für die Ausführung. Und jetzt gehen wir gerade mal gucken, ob es Fragen gibt. Ja, eine Frage ist: Wie viele Landwirtschaftsbetriebe werden von Frauen geleitet? Die Zahl habe ich leider nicht. Ich habe sie mal noch angeschaut und man findet sie auf jeden Fall auch online. Aber ich kann es wirklich nicht gerade sagen. Der weiß weiss es auch nicht. <laughs> genau, auf jeden Fall zunehmend. Und ich, meine, ich meine, ich habe irgendeine Zahl mit 5000 von Betriebsleiterinnen im Kopf, aber ich ist wirklich nicht ganz, ganz sicher. Wir haben ganz am Anfang gehört, es gibt etwa 50.000 Landwirtschafts ja. Betrieb. Ich, ja. könnte, ich könnte es abklären, auf ich weiss es gar ja. Man kann es googlen, dann wird man es wahrscheinlich finden. Zweite Frage, Emilio, es ist deine letzte Chance, auch noch etwas zu sagen. Nicht? Also, Nico? Also, das ist keine Frage. Also, einerseits ist keine Frage, es ist einfach bravo für das Engagement, für die Gleichstellung. Das ist noch gerade Und eine Frage ist noch, was muss passieren, dass ein Bäuerin in der Schweiz genauso selbstverständlich ist wie ein Bauer? Also ich denke, im Vergleich zu früher ist da schon sehr, sehr viel gelaufen. Und wir sind auf jeden Fall also sind sehr, sehr viel dran und auch politisch läuft sehr, sehr viel. Gerade mit der sozialen Absicherung jetzt, dass die Entwicklung in diese Richtung geht. Ja. Vielen Dank, dann weiterhin viel Erfolg. Vielen Dank, dass Sie da sind für den Input. Jetzt, wir jetzt gibt es noch ganz einen ganz kurzen ähm, Werbeblock und das Dankeschön. Nachher gibt es dann draußen ein Apero. Ähm, wir sehen uns hoffentlich am Samstag am CO2-Workshop und dann äh, nächsten Mittwoch äh, zum Podium Agrarpolitik, dann zum Food Safe Bankett, das ist morgen in der Woche. Es geht also Schlag auf Schlag weiter, Urban Farming Day und dann noch das Podium mit den Produzierenden. Ihr findet alles online auf co.ch oder auch auf dem Flyer und auf dem Output gefunden habt Auf dem Stuhl. Auf dem Stuhl haben da auch noch den Futtermittelreport von Greenpeace gefunden. Den können Sie auch gerade einpacken. Jetzt gibt es noch einen ähm, Sponsor zum Mitnehmen von Eternity. Und genau da wäre noch der Link. Ähm, aber es ist eh omnipräsent äh, das Thema bei uns auf der Webseite. Man kommt fast nicht daran vorbei. Nochmal ein herzliches Dankeschön an unsere Sponsoren, an Hauptsponsor Greenpeace. Äh, Im Speziellen, aber natürlich auch den anderen, wie Gebana, wie die Stadt Zürich und natürlich auch die OGG Bern. Vielen Dank auch an euch, dass ihr äh, heute Abend da seid und äh, euer Wissen mit uns geteilt habt. Danke auch fürs äh, Zuhören. Äh, Danke schön auch als Team. Äh, mein Team als Team von Zürich.ch an. Elio, das hauptsächlich alles organisiert hat, aber auch danke fürs Fotografieren, fürs Schreiben, fürs äh, Fragen sammeln, Fragen stellen, Zeit ähm, aufheben. Und wenn alles vielleicht etwas schnell gegangen ist oder nochmal etwas, nachschauen oder nochmal, was wissen, der Mike hat alles aufgeschrieben und wird morgen oder am Montag spätestens den Artikel dann publizieren. Dort findet man nochmal alles mit Vettel, Text und natürlich auch Bild und Ton. Man kann den ganzen Stream noch nachschauen. Das ist also alles für immer im Internet. Es wird nichts vergessen. So, jetzt äh, ich habe Durst und das trifft sich gut, weil du gibt es etwas zu trinken. Ich freue mich noch mit euch anzustoßen und äh, wünsche einen schönen Abend.